Seit gestern, den 23. Juli 2014, um 14 Uhr ist sie im Spiel, und zwar die Rede ist von der neuen Comic-Bibliothek, und dazu geht es in diesem Video, wie sie aussieht, was wir da alles für Möglichkeiten haben und so weiter und so fort. Und zwar findet man diese hier in der Farmhalle, gibt es einen neuen Abteil, hier ist sie, die Comic-Sammlung. Man könnte auch hier, wenn man einfach mal direkt woanders reingeht, in die Farmhalle, beispielsweise eben hier zu den Quests, kann man hier oben auch darüber switchen, und hier haben wir sie, die Comic-Sammlung, die neue Comic-Bibliothek. Und ganz kurz, was ist das? Da hat man eben die Möglichkeit, die Comic-Events, die bis dato eben in Famarama waren, unter Anführungszeichen nochmal zu spielen, aber dafür mit komplett anderen Sachen, die gefordert werden und so weiter und so fort, und Belohnungen. Und da das Positive, es gibt da keine Eventpflanze, kein Drop, sondern eben beliebige Sachen, die man eben so in der Scheune hoffentlich hat oder noch kaufen muss, produzieren oder was auch immer. Und es ist dann eben hier dauerhaft im Spiel, wie es dato ist, von der ersten Comic-Event bereits das im Spiel, und es kommt so dauerweise eben hier so dann eben rein. Das kann man beliebig oft spielen, und es ist eine Zeitquest. Also wir starten hier einfach beispielsweise mal rein. Man kann auch den Comic nochmal lesen. Hier beispielsweise eben diesen vom ersten Comic-Event in Famarama, blablabla. Zum Schluss gibt es auch noch einen Download von ein paar schicken Comic-Zeichnungen. Aber jetzt zur Comic selber, und zwar 72 Stunden Quest. Die starten wir jetzt hier einfach mal. Und dann lädt es erstmal. Nee. So, dann geht es eben hier los. Da steht hier eben zur Aufgabe. Beispielsweise bei mir ist es jetzt eben so, das variiert je nachdem. Bei euch wird möglicherweise etwas anderes gefordert, eben als bei mir. Das ist natürlich levelabhängig und auch Gewinne, so alles. Kommt jemand drauf an. Beispielsweise bei mir wird hier mal Mandeln gefordert. Gut, die habe ich jetzt hier mal, die kann ich abliefern. 421 habe ich hier mal nicht. Eine Winterjasmin müsste ich kaufen. Ist aber auch schön, deshalb der Markt, muss man sagen, auch ordentlich angekurbelt. So beispielsweise Winterjasmin, das wird jetzt sicherlich auch nicht mehr so billig sein wie vorher. Kostet jetzt sicher, um die 100, das ist nicht gerade so billig. Da habe ich gestern noch glücklicherweise ein paar Nelken loswerden können hier. Da hatte ich auch einiges. Habe ich dann wieder schön verkaufen können. Und da ein paar Bienchen gekauft, weil das wird jetzt nicht der Zuchttier, sondern immer dazu gesagt. Aber jetzt hier zur Aufgabe zurück. So, das habe ich jetzt hier auch. Dann geht es eben hier weiter. Und jetzt habe ich das erhalten. Okay. Bisschen EP, bisschen Moos bin ich. Zweite Aufgabe, was wäre das? Das wären bei mir jetzt mal Äpfel und. Och, das habe ich. Dinkel, ist das Dinkel? Ich glaube schon. Ja, ist Dinkel, okay. So, geht wieder ein bisschen EP und Moos bin ich. Nächste Partyflieger, es geht weiter, da werden jetzt hier mal wieder 47 Mandeln gefordert. Interessant, gibt es wieder EP im Moosbini. Keine Panik, da ist nur ein Comic. Ja auch, da ist die nächste Stufe. Okay. Datteln, was haben wir hier? Hirsen, ein bisschen Hafer, das habe ich alles noch glücklicherweise hier. Ach, das habe ich nicht. Ich habe nur 10 Hirsen. Oh mein Gott. Muss ich gleich wieder kaufen gehen. Eben, man hat 72 Stunden für diese Quest, für diese Aufgaben, dann eben Zeit. Wenn man hier irgendwas einbucht und dann hat man es nicht geschafft, werden diese Sachen, Hafer will ich nicht, brauche Hirse, dann eher allerdings eben glücklicherweise auch zurückgebucht. So, auf der verzweifelten Suche nach Hirse. So, hier ist es. In den nächsten Tagen kommt dann auch noch mein Segen- oder Fluch-Video eben hier zum Thema Comic-Bibliothek. Ob es jetzt gut ist, dass es kam, schlecht ist oder so weiter und so fort, da beleuchte ich das dann eben hier näher. So, das geht wieder ein bisschen EP-Muspene. Dann wir näher uns weiter hier. Das habe ich auch noch. Biber 15 habe ich noch. Und jetzt kommt das Spezielle dann eben hier. Und zwar eine Schatzkiste. Bei dieser Schatzkiste, da gibt es immer drei Varianten. Und man darf selber bestimmen, was man davon eben dann gerne hätte als Belohnung. Beispielsweise hier haben wir eine rote Bowl, zwei süße Suppenhühner oder fünf Gelierzucker. Ich entscheide mich jetzt hier mal für die rote Bowl. Die nehme ich hier. Also man hat hier drei Möglichkeiten, in denen man auswählen kann. Selbst auswählen, was man da denn gerne hätte. Habe jetzt hier mal so ausgewählt. Und dann, hurra, hurra, ich hab's geschafft. Das wäre dann auch schon. Und ja, bestes hier Ergebnis Stunden von insgesamt 2 Stunden Event. Okay, da steht auch einiges. Beendet in 2 Minuten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt könnte ich eben hier das nochmal anfangen. Also ich kann es beliebig oft machen, so oft eben hier mein Herz begehrt oder so viele Sachen, die ich daneben habe und so weiter und so fort. Also in der letzten Stufe, da gibt es dann eben die Sachen zum Auswählen, was man denn gerne hätte. Und vorher gibt es eigentlich immer Moospenny und Erfahrungspunkte. Vielleicht wird das irgendwann mal geändert oder auch nicht, werden wir mal sehen. Aber man kann es beliebig oft spielen. Und das finde ich gleich schon mal am Beginn gesagt, morgen oder übermorgen oder irgendwann kommt ein näheres Video dazu. Aber schon mal nicht schlecht, die Idee jetzt hier.
So, wieder Hirse und Hafer habe ich leider auch nicht. So, jetzt habe ich es mal ganz kurz gekauft, die benötigten Sachen. Okay, und wir nähern uns jetzt hier wieder der letzten Stufe zur Aufgabe. Und da gibt es dann eben wieder diese Schatztruhe hier, wie man so bezeichnen will. Und in dem Fall wäre dann drinnen, was haben wir hier? Highwatch. Also hier, das ist in Saison geschenkt, quasi mal Susi Superdinger oder Pinkie Pie Pie. Ich nehme hier eben da mal Highwatch und dann habe ich das auch hier geschafft. Hurra, hurra, hurra. Und okay, also das kann man beliebig oft spielen. Ich könnte es jetzt gleich wieder von neu beginnen. Man hat immer 72 Stunden und Zeit. Also ist recht nice. Jedenfalls ist es dann eben auch so, und zwar gibt es da dann immer natürlich die beliebigen Sachen, die es eben gibt, sind auch levelabhängig. So zum Beispiel kann jemand, der Level 5 ist, nicht irgendwie ein Parfüm denn auswählen. Es gibt 5 verschiedene Pakete zum Auswählen. Es gibt zum einen die Dünger, wo Mist, Wasser und Co. Superdünger, Superdünger drin ist und Parfüm natürlich vom Level her. Wenn euer Misthaufen und auch der Wassertrank voll ist und ihr wählt Wasser zum Beispiel aus oder Mist, dann wird er nicht gebucht, weil er ist ja schon voll, kann nicht sein. Sonst noch Helfer, eben dann Erdhelfer, dann gibt es Saisongeschenke, wie gerade gesehen hier mit Highwatch und den anderen, die wir hier eben sehen. Handwerkszutaten, die ganzen, die es gibt. Handwerksprodukte, die gibt es auch noch. Okay, gut, also das war's auch schon alles, was man zu diesem neuen Feature wissen sollte. Wie gesagt, in nächster Zeit, jetzt ist eben hier bis dato vom ersten Comic gewinnt, die anderen werden dann hier, da, dort eben in dieser Bibliothek nach und nach dann eben aufgelistet mit neuen Sachen, vielleicht kommen auch neue Funktionen, aber so sieht's eben hier aktuell aus. Erster Eindruck ist aber jedenfalls schon mal positiv, was allerdings doch noch ein bisschen verbessert werden könnte vielleicht, was nämlich optimal ist, das gibt's dann in mein Segen- oder Fluchvideo, aber dennoch würde ich von euch schon mal gerne den ersten Eindruck wissen, habt ihr sie denn schon mal hier mehrfach vielleicht auch durchgespielt, diese Comic-Sammlung-Bibliothek und ja, okay, also da beende ich das Video und mache mich dann wieder mal ran hier bei den Comics, mal schauen, vielleicht gibt's Erntehelfer, vielleicht schon ziemlich die beste Belohnung.